Kommando Ajax heißt der neue Roman von Cemil Sahin. In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts stellt die Autorin ihr Buch im Gespräch mit Julia Enke am Buchmessestand der FAZ vor. Ja, hallo meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Wir sehen auch bekannte Gesichter. Ich freue mich sehr, an meiner Seite Cemil Sahin zu begrüßen hier am FAZ-Stand. Wir kennen uns schon eine Weile, deshalb sagen wir auch du. Cemil Sahin hat vor einigen Jahren ihr Debüt Taxi veröffentlicht, als zweiten Roman Alle Hunde sterben und jetzt Kommando Ajax. Sie ist nicht nur Schriftstellerin, sie ist auch Künstlerin und Filmemacherin. Und das wird auch ein bisschen Thema unseres Gesprächs sein, weil die Kunstformen sich bei ihr, wie wir gleich sehen werden, auch überlappen. Cemil ist in Wiesbaden geboren, hier gleich um die Ecke, und hat in London dann studiert, Kunst studiert und ist dann nach Berlin gezogen, wo du ja seit einer Weile schon lebst jetzt. Kunst spielt eine große Rolle in deinem Leben, obwohl du gesagt hast in Interviews, dass du nicht aus einer Künstlerfamilie kommst. Wir werden sehen, du kommst aus einer anderen Familie, die hier auch eine Rolle spielt, autobiografisch in einer gewissen Weise. Vielleicht vorweg, du hattest sehr viel Erfolg als Künstlerin mit Ausstellungen in den letzten Jahren. Jetzt hast du wieder geschrieben. Inwiefern sind diese Kunstformen bei dir ganz unterschiedliche Register? Warum wählst du mal die Ausdrucksform Kunst, mal den Roman oder auch den Film? Also vielleicht kannst du selber sagen, warum es auch so wichtig ist, diese verschiedenen Register zu bedienen oder sich deiner, also zu nehmen. Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich diese einzelnen Kunstgattungen nicht voneinander trenne. Für mich ist ein Buchschreiben eigentlich nicht nur so als Literatur geframed, sondern Literatur war für mich immer ein Zwischenschritt, um Film zu machen. Das Medium, das ich wirklich am allermeisten liebe, ist Film. Das ist auch so ein bisschen wie mein großer Traum. Ich will eigentlich nur Filme machen. Und für mich schien das immer wirklich sehr logisch, dass man einen gewissen Zugang zur Sprache braucht, wenn man Filme drehen will, weil Wort und Bild eigentlich für mich nicht so voneinander zu trennen ist. Und ich schreibe ja auch meine Texte oder die Bücher, die sind ja auch alle sehr filmisch geschrieben und ist auch so ein bisschen so die Ansatzweise, die ich beim Schreiben benutze, dass ich eigentlich, bevor ich anfange zu schreiben, den ganzen Text oder die Geschichte in meinem Kopf ein bisschen wie so einen Film durchspule. Es geht hier auch um Kunst, Film in dem Buch selber und Sprache. Und zwar können Sie das daran sehen, dass dieses Buch sehr aufwendig gemacht ist. Man sieht, wenn man es aufschlägt, sieht man, ich zeige es mal, sieht man Bilder, Bildelemente, die Teil des Textes sind und die aber eben gar nicht illustrativ sind, sondern in denen selber was passiert und die ganz wichtig sind für auch den Plot, für die Handlung selber. Es gibt zwei wichtige Seiten mit Bildern, und zwar handelt die eine von einer Familie, wo wie eine Art Regieanweisung eine Familie vorgestellt wird mit ihren verschiedenen Mitgliedern. Wolken scheinen ein Element zu sein, das du vielleicht gleich noch erläutern kannst. Und das andere ist ein Bild, in dem es die Schrift gibt, die mitteilt, dass es um einen Kunstraub geht, einen wichtigen Kunstraub, der wirklich stattgefunden hat im März, also vom 18. auf den 9. in der Nacht des 18. auf den 19. März 1990. Vielleicht fangen wir mit der Familie an. Es ist eine kurdische Familie, die geflohen ist. Wie kam es dazu, dass du diese Familiengeschichte mit diesem Kunstraub kombiniert hast? War das die Ausgangsidee? Tatsächlich ja. Und es hat auch bei mir sehr viel damit zu tun, dass ich die Bücher, die ich schreibe, nicht voneinander trenne. Also das nächste Buch ist immer für mich wie so eine logische Abfolge zu dem Buch davor. Und mein letztes Buch, Alle Hunde sterben, das war ja sehr grausam und hat eigentlich nur 240 Seiten über Gewalt gehandelt oder auch Gewalt, die in Kurdistan passiert ist. Als ich damals das Buch abgegeben habe, habe ich meiner Lektorin Friederike Schilbach bereits die erste Szene aus diesem Buch erzählt. Bei mir kommt auch wirklich viel, wenn ich an einem Projekt arbeite oder schreibe, dass sich daraus schon tatsächlich das nächste entwickelt und das dann ein bisschen so einige Jahre in meinem Kopf rumsitzt. Und weil das zweite Buch
wirklich sehr hart war, kein Humor drin war und eigentlich ein bisschen über die Literatur versucht hat, über Gewalt zu schreiben, so wie sie ist, ohne was hinzuzufügen oder wegzulassen, war es für mich schon so eine logische Konsequenz, jetzt bei diesem Buch wieder über eine andere Seite in die Geschichte zu kommen. Und dieser Kunstraub, der damals in, der hat in Boston stattgefunden, 1990, da sind zwei Männer als Polizisten verkleidet in das Isabella Stuart Gardner Museum eingedrungen. Die haben beide Wachtmänner überwältigt, gefesselt, im Keller gelassen und die haben dann insgesamt 13 Werke geklaut. Der Schaden war so ungefähr 500 Millionen Dollar und die Bilder sind bis heute vermisst. Das ist so der größte Kunstraub tatsächlich der Geschichte. Und ich fand eigentlich diesen Kunstraub mit einer Exilgeschichte zu verbinden, das mochte ich als Form sehr. Tatsächlich ist es so, dass nach diesem Alle Hunde sterben, der gewaltvollen Geschichte hier ein sehr lustiger Roman vorliegt. Denn gerade durch diesen Clash von Kunstraub, also von diesem bekannten, wirklich stattgefundenen Kunstraub und dieser Familiengeschichte, die auch etwas mit Kunst zu tun hat, werden so zwei Dinge, die man nie zusammenbringen würde, miteinander kombiniert. Und das hat damit zu tun, dass es in dieser Geschichte um verschiedene Brüder gibt. Der eine heißt Ali und er ist Dachdecker. Und seine Brüder haben immer Angst, wenn er auf dem Dach steht, weil er ist relativ korpulent und sie haben immer Angst, dass er abstürzt. Aber was er sehr genau und ruhig kann, es malen. Er hat das Talent, so zu malen, dass alte Meister nahezu perfekt kopiert werden. Und es gibt eine Szene, in der er in den Hallen eines Geschäftsmannes auf Bilder stößt. Und diese Bilder, was er natürlich nicht weiß, stammen aus diesem besagten Kunstraub. Das heißt, diese Bilder, die in Wirklichkeit nie wieder aufgetaucht sind, aus diesem legendären Kunstraub von 1990, tauchen in diesem Buch Kommando Ajax wieder auf. Und er nimmt sich ein paar davon mit und denkt, okay, ich gebe einfach ein paar von mir dazu als Ersatz, also hinterlässt drei von seinen eigenen Werken findet das auch okay, also glaubt nicht, dass es Probleme gibt. Das ist wirklich sehr lustig. Der Geschäftsmann findet es nicht so okay. Und es führt dann eigentlich zu einem Krimi, der nach Holland führt, wo der Roman auch beginnt. Also da setzt eigentlich der Krimi-Plot ein und ein Killer wird beauftragt. Und diese Mischung aus, das sind ja eigentlich verschiedene Genres. Familiengeschichte, immerhin eine Fluchtgeschichte auch, die auch Pathos hat. Dann Kunstraubgeschichte und andererseits Mediengeschichte. Die lässt du so ineinander fließen. Und vielleicht kannst du noch mal erläutern, inwiefern dieses Mediengeschichtliche hier eine große Rolle spielt. Weil es geht ja nicht nur um die Darstellung von Kunst im Buch durch diese Bilder, sondern es geht auch um eine Reflexion von Bildern, was sie mit uns machen und welche Funktion sie auch in unserer Wahrnehmung haben. Ich habe über die Form vom Buch tatsächlich noch vor dem Inhalt nachgedacht. Das ist immer für mich sowieso eine sehr wichtige Frage, wie man Form und Inhalt so gut miteinander kombinieren kann, dass die Form in diesem geschriebenen Text genauso funktioniert wie anders. Und ich wollte einfach bei diesem Buch die Bilder so in den Text integrieren, dass man tatsächlich das Buch ein bisschen wie einen Film liest. Und dass die Bilder eigentlich nicht so illustrativ dann irgendwie dazwischen sind, sondern inhaltlich so verwoben sind, dass es als Form Sinn macht. Vielleicht, weil du das Drehbuch jetzt auch einbringst. Also es hat ja auch noch eine andere Komponente, also nicht nur die Bilder. Es ist tatsächlich in Drehbuchform geschrieben und wir dachten, du liest mal die ersten beiden Seiten, damit man eine Idee davon hat, wie sich das anhört, weil es tatsächlich mit den Regieanweisungen des Drehbuchs und auch mit den atmosphärischen Einlassungen operiert. Also. Diese Geschichte beginnt in Rotterdam. Die Sonne geht über dem Kanal auf. Diese Geschichte beginnt an einem schönen Tag. Die Sonne wandert am Ufer des Flusses Nieuwe Maas entlang, zwischen Land und Meer. Ein Frachtschiff macht im Hafen Halt.
Der Fluss teilt die Stadt in zwei gleich große Stücke, zurück zu Meer und Land. Fischerboote, Containerschiffe, Tanker, Autos. Zoom auf eine Person. Im Hafen läuft ein Mann umher. Ein Mann ist auf Mission. Er rennt nicht. Warum auch? Heute ist ein gewöhnlicher Tag. Er hat keine Eile. Jeder Tag wie dieser. Die Geschichte beginnt jetzt. In einem Augenblick voller Geduld. Zoom auf den Himmel. Geduld ist Präzision. Präzision ist Disziplin. Im Laufe dieser Geschichte wird Disziplin zu einer Waffe. Diese Geschichte beginnt mit einem Scharfschützen. Zoom auf ihn. Es ist dieser Mann. Er hat den Hafen verlassen. Braune Hose, braunes Hemd. Er steigt in einen VW ein. Grau. Ist das eine wahre Geschichte? Gewiss ist das eine wahre Geschichte. Aber wie beginnen sie? Mit einem Ereignis. Egal, ob am Tag oder in der Nacht, das ins Leben schneidet. Ein Scharfschütze ist eine stille Person. Das ist seine lebenslange Krankheit. Diese Krankheit wird zu seiner Aufgabe. Die Aufgabe ist der Ausdruck seines Handelns. Das Handeln ist seine Tat. In dieser Geschichte sind seine Taten die Taten eines Rächers. Was zeichnet einen Rächer aus? Gleiches mit Gleichem heimzuzahlen? Rache ist nicht Gerechtigkeit. Ein Scharfschütze ist eine stille Person. Er trägt keinen Bart. Er ist allein unterwegs, ruhig und gefasst. Das Auto fährt über eine asphaltierte Straße. Im Kofferraum ist eine Waffe. Ein Scharfschütze ist ein Mann mit Sturmgewehr. Containerterminals, Lagerhäuser, Industriegebäude, Fabriken. Ein Scharfschütze ist ein Scharfschütze, ist eine stille Person. Sein Sturmgewehr ist ein Echo, das durch die Geschichte hallt. Diese Szene ist wie eine Seite aus einem Buch, dessen Worte sich in den Pausen zwischen den Schüssen entfalten. Während der Scharfschütze seine Geschichte in stiller Konzentration weiterspinnt. Und während er darauf wartet, dass sein Ziel auftaucht, wird sein eigenes Schicksal zu einem Teil dieser Geschichte, die das Leben selbst ist. Vielen Dank. Es gab eine Kritik, die gefragt hat, ist das eigentlich ein Drehbuch? Und die Frage stellt sich natürlich auch, weil es sehr, sehr viele Drehbuchelemente in diesem Buch gibt. Du hättest jetzt ja auch entscheiden können, gerade wenn du vorab über die Form nachdenkst, ich schreibe ein Drehbuch für einen Film, den ich dann drehen möchte. Warum hast du das nicht gemacht? Das hat wirklich damit zu tun, ich will am allerliebsten wirklich gerne alle Bücher verfilmen, also alle drei Romane. Und die Texte jetzt in so Romanform zu schreiben, hat sehr viel damit zu tun, dass das für mich wie so ein Zwischenschritt zum Film ist. Ich weiß, in Deutschland gibt es immer sehr viele Formdiskussionen, die ich teilweise etwas, wie soll ich sagen, nicht zeitgemäß finde. Inwiefern? Naja, es wird hier so ein bisschen noch sehr altmodisch definiert, was ein Roman ist und was ein Roman nicht ist. Und dass so ein genreübergreifendes Formkomplex nicht funktionieren kann. Bei mir kommt natürlich der Einschlag sehr viel aus der bildenden Kunst. Ich habe ja auch mein erstes Buch tatsächlich geschrieben, weil ich noch studiert habe. Mein Professor, er ist eigentlich Maler, macht Malerei, Maklermat, aber ich war in seiner Klasse und habe Film gemacht. Deswegen ist das für mich sowieso, ich arbeite auch gar nicht so, dass ich zum Beispiel denke, oh, das und das müsste jetzt so sein. Ich arbeite eigentlich wirklich mehr so danach, wie ich denke, wie die Form jetzt sein müsste, dass der nächste Schritt ein Film sein könnte. Und hier hast du aber auch, das macht ja auch die Komik aus, eigentlich eine, und das würde ich sagen, ist vielleicht sogar der romanhafteste, also traditionellste Teil dieser Geschichte. Es gibt schon so einen Plotteil, nämlich einmal den der Familiengeschichte, der auch sehr lustig ist, und dann aber auch diese Kunstraubgeschichte, das heißt der Krimi. Das heißt, du benutzt schon die traditionelle Romanform, die du aber immer wieder unterbrichst, durch Bilder, durch Szenen, durch auch Drehbuchentfremdung. Das heißt, ist es eigentlich so ein permanenter Vorgang der Dekonstruktion auch von solchen Formen, die du kritisierst? Vielleicht auf eine Art, aber es ist jetzt nicht so, dass ich beim Schreiben so offensiv darüber nachdenke, wie ich schreiben muss, damit es kein Roman ist, sondern ich frage mich dann eher, wie ich diese Geschichte, die ja wirklich sehr komplex aufgesetzt ist, weil es gibt in diesem Buch wirklich sehr viele Hauptcharaktere und es ist auch diesmal so ein bisschen so eine Art Worldbuilding, dass man wirklich von jedem Charakter die Vergangenheit hat, man weiß, was die jetzt machen, was in Zukunft wird. Das Buch erzählt auch auf 350 Seiten 30 Jahre.
Also es ist sehr schnell geschrieben. Es war auch viel, viel mehr. Ich habe auch sehr viel nochmal rausgekürzt. Aber ich habe mich eher versucht, an so filmischen Elementen zu bedienen. Zum Beispiel der Roman startet in Rotterdam. Wir sind auf einer Hochzeit. Und alle Charaktere, die in diesem Buch eine Rolle spielen, tauchen auf dieser Hochzeit auf. Und die Kamera zoomt alle so ein bisschen einzeln ab. Und dadurch erfahren wir eigentlich das ganze Setting. Und weißt du schon, wen du casten würdest, wenn du es verfilmst? Nein, leider noch nicht. Aber ich hoffe, es wird verfilmt. Zeit, darüber nachzudenken, weil es sind wirklich viele Personen. Es gibt diesen Dachdecker. Woher kennst du dich im Dachdeckermilieu so gut aus? Also ich schreibe ja wirklich immer aus dem echten Leben. So alles, was ich erlebe, landet in diesem Buch. Es sind sehr viele von meinen Freunden hier mit drin. Und je mehr ich erlebe, desto besser kann ich tatsächlich schreiben. Und ich komme ja auch aus so einer Baustellenfamilie. Mein Vater, mein Onkel, alle sind auf der Baustelle unterwegs. Deswegen lag es sehr nah, dass ich auf die Baustelle ausweiche. Das heißt, du kennst das Dachdeckermilieu. Ja, genau. Der Kunstraub, der eine große Rolle spielt, wo hast du darüber zuerst gelesen? Oder ist es dir einfach bekannt als einer der größten Kunstdiebstähle der Geschichte? Ich habe das tatsächlich, ist schon einige Jahre her, wo ich einfach zufällig da drauf kam. Und ich mochte einfach die Idee, dass diese Bilder bis heute verschollen sind. Und es wurde auch noch nicht zu viel so Digitales oder Mediales über diesen Kunstraub gemacht. Und ich mochte schon von Anfang an den Gedanken, dass die einfach wirklich in einem Buch wieder auftauchen und dann über Istanbul nach Rotterdam gelangen. Ich meine, das Setting ist auch in Rotterdam. Rotterdam ist ja heutzutage als Drogenstadt bekannt, der Hafen. In diesem Buch spielen Drogen gar keine Rolle. Es hat mich auch sehr gereizt, dass der Hafen die ganze Zeit eine Rolle spielt, aber es geht eben nicht um Drogen. Das fände ich auch als Plot sehr langweilig, sondern über den Hafen kommen diese ganzen Kunstbilder mit rein. Es ist ja auch bei Interpol das zweitgrößte Delikt nach Drogenhandel, ist tatsächlich Kunstraub mittlerweile. Tatsächlich, beim Lesen dachte ich auch, gleich kommt die marokkanische Mafia, aber kam nicht vor. Du hast mal gesagt in einem Gespräch, dass Kunst und Schreiben, Film für dich immer auch politisch ist. Inwiefern würdest du sagen, ist auch dieser Roman politisch? Also es geht ja um Macht, es geht auch um die Zugänge zur Bildung, es geht auch darum, was Kunst eigentlich ist oder wer bestimmt, was Kunst ist. Ist das für dich auch das Politische an diesem Roman? Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, dass es eine kurdische Familie ist, die aus Nordkurdistan fliehen musste. Und sie sind Exilanten. Es ist ja auch hier in den Debatten, es geht immer sehr viel um Gastarbeiter, Gastarbeiterabkommen. Aber ich habe jetzt explizit über das Exil geschrieben, weil es auch das ist, was ich kenne. Und es gibt einen sehr gravierenden Unterschied zwischen Gastarbeiter sein und die identitätspolitischen Debatten, die dazu gehören. Und wenn man gezwungen ist, aus politischen Gründen, wenn man aus seinem Land quasi entfernt wird. Und deswegen war mir das sehr wichtig, dass ich darüber schreibe. Ich würde es auch sowieso nicht trennen. Ich denke, alle Sachen, die ich schreibe, sind politisch. Und das ist, glaube ich, so die Ausdrucksform, auch über politische Fragen nachzudenken, die dann so in den Büchern landen. Deine Familie, weil du gesagt hast, es gibt schon Porträts, die darin eingeflossen sind von vielleicht Familienmitgliedern. Hast du da schon Feedback, wie das gelesen wurde von Mitgliedern deiner Familie? Ja, die finden das alle sehr witzig. Hier sind ja auch wirklich teilweise einige von meinen Freunden mit Klarnamen drin. Und da sind nur so andere Elemente verändert. Aber ich habe es natürlich vorher absegnen lassen, bevor es gedruckt wurde. Du hast gesagt, du hast deiner Lektorin am Ende deines letzten Buches schon den Anfang des nächsten präsentiert. Steckt das hier auch schon drin? Ist es sozusagen eine, wird das Ganze vielleicht sogar dein Werk so eine, am Ende so eine Serie, die, wo das eine ins andere übergeht und hier gibt es schon den Übergang zum nächsten? Ja, aber ich warte jetzt erstmal das ab. So schreiben ist ja auch immer ein so sehr langwieriger Prozess. Ich meine, ich habe jetzt in den letzten 5 Jahren oder 6, glaube ich, 3 Bücher geschrieben. Es ist auch sehr viel. Und es ist ja auch immer ein bisschen wie so eine Geburt. Deswegen ist auch immer gut, dass ein bisschen Pause dazwischen ist. Ja, vielen Dank. Ich kann Ihnen dieses Buch
wirklich sehr ans Herz legen. Vielleicht nutzen Sie auch die Gelegenheit und schauen einmal rein, wie es gemacht ist. Es ist auf jeden Fall auch ein, finde ich, von der Aufmachung sehr besonderes Buch. Und muss man auch sagen, toll, dass der Verlag das gemacht hat. Ich glaube, ja, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass so aufwendig bebildert wird in Romanen und dass diese Form hier so aufwendig gedruckt wird. Das ist jetzt auch eins der Bilder, die gestohlen worden sind. Die ganzen Trenner der drei Jahrzehnten, also von 1995 bis 2025, da wo der Roman aufhört, das sind alles vermisste Werke aus der Sammlung des Isabella Stuart Gardner Museums in Boston. Genau, also Kunstgeschichte steckt auch in diesem Roman. Vielen Dank, Jimmy, für das Gespräch. Und wenn Sie das Buch hier noch signieren lassen wollen oder Fragen haben, steht die Autorin gern zur Verfügung. Vielen Dank. Danke.